jetzt anrufen für 1.750 Euro. Über 250 CDs hat er schon produziert. Seit 40 Jahren ist er im Geschäft. Aber ans Aufhören denkt Hermann Lammersmeier noch lange nicht. Der Emsländer ist Country-Sänger durch und durch. In Amerika ist er ein echter Star. Hier bei uns ist er eher ein Geheimtipp unter eingefleischten Country-Fans. Zurzeit tourt der Musiker mit seiner Band Emsland Hillbillies durch den Norden. Und mein Kollege Chris Berg war einen Tag lang dabei. You, my old friend, the man in the mirror smiles. Both of us know one thing, it won't last a while. She's blonde and tall and gorgeous. Da bist du! Hey! Moin, amigo. Alles klar? Yes, sir. Wir rocken heute. Ja. Samstagmorgen, Aschendorf, tiefstes Emsland. Gitarrist Hans Schleinhege kommt viel zu früh, also erstmal Kaffee und Kuchen. Dabei philosophieren sie über die wahre Ursache für ihre Liebe zur Country-Musik. Und wir werden ja auch bei jeder Show jünger. Ja, das sowieso. Jede Show bringt uns wieder Jahre zurück. Also innerlich jünger, ja. Ne? Äußerlich, naja. Naja, das kriegen wir auch alles hin. Dafür haben wir unsere Hüte. Ja, dafür haben wir unsere Hüte. Ich glaube, das ist der einzige Grund, dass wir Country-Musik machen. Mit unseren Hüten können wir alles verbergen. Über 30 Jahre macht er jetzt Musik. Viele Instrumente hat er schon verschlissen und viele Stiefel. Das sind Klassiker. $225 vom Airport in Austin, Texas. Sie sahen schon mal besser aus, okay, aber... Meine sind 30 Jahre, ne? Sind die 30 Jahre alt hier? Ja, 82. So, jetzt war ich auch beim Sola. Oh yeah. Und weißt du, was er sagt? Ja. Finito. No way. Ja. Keine Chance mehr. Wenn ich jetzt meine Schlüssel noch finde, dann können wir auch fahren. Hermie. Yes, Sir. Deine Schlüssel. Beim Trampen durch die USA entdeckte Hermann als Teenager den Country-Sound. Schon damals ist er der Steel-Gitarre verfallen, bis heute. Der 57-Jährige ist der Kopf der Emsland Hillbillies, aber er hat auch vor Jahren schon seine Solo-Karriere gestartet. Tourneen, neue Alben, Studioproduktionen in Amerika, Radio, Fernsehen. Hermanns Musikerleben ist vielschichtig. Das ist Wolfgang. Manuel Garde, der Bassist, und Wolfgang Litter, der Leadgitarrist, sind schon da. In einer Stunde haben sie ihren ersten Auftritt. Es gibt noch viel zu tun, Aufbau, Abstimmung, jede Menge Technik. Doch die älteren Herren sind routiniert. Keine Hektik, kein Stress, keine andere Musik. Das ist meine Steel-Gitarre. Wenn ich sie umdrehe, dann sieht sie auch so aus. Hermann, ich werde das gleich beim Soundcheck einstimmen, nochmal einen Feinschliff geben. Und dann kriegen wir das Ding zum Klingen. Schön. Hey. Helmut Richter ist ein alter Freund, Unternehmer und betucht. Man kennt und schätzt sich seit Jahren. Auch Richter ist Country-Fan mit Leib und Seele. Er hat Hermann und seine Jungs für dieses Wochenende eingeladen. Er ist ein Mensch, den man mag, den man einfach mögen muss, mit seiner Band zusammen. Und die Klasse seiner Musik ist unübertroffen. Wolfgang Litter ist Lehrer in Bremen. Er weiß, wie man sich Gehör verschafft. Don't rock the jukebox. Ich will mich noch eben schicken machen für diese Veranstaltung. Das ist ein Original Nashville-Anzug aus der Bill Anderson Gang aus 1963. Original und hält noch. Also sieht toll aus, gutes Material. Die ersten Harleys rollen an, die Fahrer haben freien Eintritt, Kultmarke und Country, das passt zusammen. Die ersten Cowgirls kommen, langsam wird es voll. Erster Auftritt der Emsland Hillbillies, sie lassen es ruhig angehen. Goodbye, little woman. You need no fear. Here's a guitar. A hot dog coffee from the ocean can. Oh, chill wipers.
30 Millionen Amerikaner kennen den Mann aus Aschendorf mit der rauen Stimme. Sogar mit dem US-Megastar Willie Nelson hat er schon gespielt und gesungen. Drüben gibt es viel mehr Country-Fans als bei uns. Herman the German nennen sie ihn mittlerweile liebevoll. So richtig reich ist er mit seinen CDs allerdings nicht geworden, erzählt er. Produktionskosten von über $25.000, verkauft werden höchstens 3.000. Da muss er in Deutschland und Europa noch viele Auftritte zusätzlich absolvieren, um leben zu können. Square Dance und skurrile Typen, auch das gehört zur Country-Musik. Und genau diese Menschen sind es auch, die Hermanns CDs kaufen und hören und ihm damit unerwartet den Europäischen Award 2008 für das meistgespielte Album im Radio beschert haben. Das ist wie ein Oscar für Schauspieler. Ich fühle mich auch wie so ein Oscar-Empfänger. Das ist eine Organisation in Madrid, die nennt sich die European Country Music Association. Und es ist eigentlich ganz wichtig für alle Musiker im europäischen Raum und auch die Amerikaner, die schielen ja schon ganz schön drauf. Das ist das Einzige, was sie für Europa haben, und sie wollen alle irgendwie da auftauchen in diesen Awards oder in den Hitparaden und Charts, Auflistungen, und ich habe es bekommen, ja, für mein Album, ja. Wolfgang, Hermann, Herbert, Hans und Manuel standen nicht immer auf diese Musikrichtung. Vor 30 Jahren wären sie fast Hardrocker geworden. 1977 sollten sie auf dem Festival in Schesel auftreten. Doch ausgerechnet in diesem Jahr kam etwas dazwischen. Dann sind wir losgefahren, nachts um zwei, von Hamburg Richtung Schesel. Völlig im Fieber. Hey, aus uns wird was. Dann kamen wir dichter ran an Schesel. Es wurde schon ein bisschen abgesperrt. Man merkte, ach, man kommt so in die Festivalgegend. Und dann haben wir gedacht, hey Mann, eine Lightshow. Was haben die, eine Lightshow? Wir kamen weiter, wir kamen dichter ran. Und die Lightshow wurde immer größer und immer aufregender. Aber es war mir irgendwie zu viel funkelnde blaue Lichter dabei. Also da stellte sich raus, die hatten die Bühne angesteckt. Das ganze Festival war angesteckt worden, die Bühne brannte. Und somit war unsere große Show vertan. Also unsere Zukunft hat praktisch unter diesem Feuer sehr gelitten. Marion Möhring ist Hermanns kleine Schwester. Seit 1979 singt sie mit, 12 Jahre jünger. Da hat sie früher ganz schön unter ihrem großen Bruder gelitten. Und von Country Music hielt sie damals überhaupt nichts. Natürlich bin ich nicht auf Country-Musik abgefahren. Als Teenager macht man das nicht. Da war der Supertramp, glaube ich, gerade aktuell. Und ich erinnere mich noch, wenn ich irgendetwas anderes gehört habe, und es war nicht Country, dann kam er rein, mach diese scheiß Musik aus, Worms, und die Tür klappte ins Schloss. Das war, also er war immer sehr intolerant. 10:30, fast 4 Stunden stehen die Amsterdam Hillbillies jetzt auf der Bühne. Das Publikum schwächelt nicht und auch die Musiker nicht, wenn sie an die Zukunft denken. 15 Jahre können wir schon noch so weitermachen. Aber das würden Sie auch machen? Ich sehe nicht, dass das aufhört. Hermann wird so lange machen, bis er nicht mehr auf die Bühne kommt oder man ihn runter untertragen muss, hat er mir mal gesagt. Das Abschiedsbier für heute. Wenn es nach Hermann Lammersmeyer geht, treten sie noch 35 Jahre gemeinsam auf. So lange, wie sie jetzt schon zusammen sind. Na bitte. In die Zukunft blickt auch Seehundbaby Henry optimistisch. Doch